wie er heißt. Ich heiße Zoe. Und das ist meine Schwester. Und ich habe schon einen Namen gesagt. Und wie alt seid ihr? Ich bin 7 Jahre alt. Und was ist euer Lieblingsessen? Salange. Ja, Zoe? Lasagne. Und was glaubst du, Zoe? Wer wird heute gewinnen? Opa oder Mama? Mami. Und du, Zoe? Opa. Ja, mein Name ist Michelle, ich bin der Opa von Nefeli und Zoe. Hi, mein Name ist Madeleine und ich bin die Mama von Nefeli und Zoe. Und ich bin mir sicher, dass ich diese Challenge mit nach Hause nehme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute gegen meinen Vater gewinnen werde, weil ich weiß, was sie mögen und meine Mädels halten zu mir. Runde 1. Dann Augen auf. So, guck mal, was Opa gemacht hat. Oh mein Gott, ist das lecker. Ja. Naja, und was meint ihr jetzt, was Opa gekocht hat oder was Mama gekocht hat? Guck mal, was Opa gemacht hat. Euer Leibgericht. Oh, lecker. Das schmeckt schön. Aber, ne? Das esse ich nicht. Was isst du nicht? Ja, dann probiert mal. Ja. Zoe, möchtest du nicht von Opa Nudeln essen? Nein, ich hatte genug Süßes. Ach, du willst doch jetzt nicht die alte Keule da essen. Die schmeckt doch nicht, die ist schon so alt. Die ist hart. Ja, siehst du, deshalb Opas Nudeln. Guck mal, probier mal, Schatz. Probier mal. Wow. Oh, lecker, ne? Ja. Jetzt willst du nicht Opa-Nudeln essen? Ich gehe gerade auf die Toilette. Geht jetzt nicht. Mehr von Opa? Nein, ja. Mein Essen ist viel besser, ne, Nefeli? Ja, Nefeli, hau weg. Schmeckt dir das? Was Nefeli, nicht so viel essen. Ja, das schmeckt gut, aber die Keule ist ein bisschen hart gekocht. Ja, siehst du? Aber jetzt müsst ihr mir sagen, wer hat gewonnen? Opa oder Mama? Obwohl wir es eigentlich gar nicht fragen brauchen. War ja klar. Beide. Zwischenstand. Opa 1 Punkt, Mama 1 Punkt. Hat mal gesagt, du schläfst raus, wenn das du Mama gewinnt, ne? Hör auf! Runde 2. So, Augen zulassen. Augen zu, nicht schummeln. Ich kann das nicht! So, jetzt Augen auf. Guck mal. Wow. Hey! Guck mal, ja, was hat Opa gemacht? Kuchen! Ja, und wer liebt Kuchen? Wer hat den gemacht? Opa wer hat den gemacht? Wer liebt Kuchen? Niemals. Zoe, du weißt, was gut ist. Oh, Zoe, möchtest du wirklich Milchreis essen, Schatz? Nein, ich mag Mamas Essen. Ich mag auch, aber ich mag mehr Mamas. Das sieht auch viel besser aus. Nefeli, sowas Gekauftes musst du nicht probieren. Lass sie essen. Guck mal, die Eltern hat der Opa selbst gepflückt. Im Sommer. Im Sommer. Ne, bei Mama dann wären die schon längst ausgestorben. Kannst du ruhig essen. Den würde ich nicht essen, den Kuchen, Nefeli. Hier, dann nimm dir direkt den Milchreis mit Zimt. Der Milchreis, das sind Haare drin von Emma. Wir haben gar keine Emma zu Hause. Lecker, ne? Opa hat welche reingestreut. Und wie schmeckt's euch? Ganz gut. Ist lecker. Geht durch, ne? Ja, was aus der Tüte kommt, das mögt ihr, ne? Ich finde Mamas besser. Ja, ihr seid ja auch nichts anderes gewohnt, außer aus der Tüte zu essen. Naja, dann wollen wir es Opa mal generell sagen. Wer hat denn hier jetzt gewonnen? Aha. Wie? Beide? Ja. Ich gebe mir die größte Mühe und ihr sagt beide? Na gut, dann ist es so. Sehen wir uns in der nächsten Runde. Ey, das war's jetzt. Jetzt kommt die nächste Runde. So, Schatz. Zwischenstand. Opa 2 Punkte, Mama 2 Punkte. Du jetzt Augen aufhaben? Nein, Augen zulassen. Runde 3. Guck mal, was Opa für... So, Augen auf. Das, was ihr zu Hause kennt. Hier, von Mama, das ist doch viel besser. Guck mal, Mama hat Opa nachgemacht jetzt, ne? So frisches Essen. Das kriegt ihr doch gar nicht. Habt ihr schon mal Kochtöpfe gesehen? Bei euch zu Hause, bei Oma und Opa? Nee, ne? Und wie schmeckt das? Naja, geht durch, ne? Wie mal von Opa eine Pizza. Ihr könnt es ja wenigstens mal probieren. Pizza Margherita, das kennt ihr doch, ne? Ja. Du auch, ne, Feli? Pizza Margherita probieren? Mein Gott, ich esse keine Pizza, die keine. Ne, Feli, du willst doch Pizza Margherita. Ja, die hat Oma schon gestern irgendwo wahrscheinlich mitgenommen. Die mag das nicht. Das ist nicht so wie bei Oma und Opa, ne? Aber du hast echt tolles Essen. Kopie ist Kopie. Du hast ein Talent. Ich bin für Opa. Du hast. Ja, lass dich nicht unter Druck setzen. Sag ruhig. Da musst du bei Opa sitzen. Und für wen bist du, mein Schatz? Ich bin für Mama. Du willst eigentlich auch nehmen. Ja.
Ja. Platz ist draußen. Hat man ja, du irgendwas? Bist ja auch für Opa, dann kannst du direkt ja. rübergehen. Nein, ich bin für ja. dich. Nee, du hast gerade gesagt für Opa. Ich habe es genau gehört. Warum und bist du dabei für Mama? Ich möchte. Weil ich besser bin? Zack, zack. Und für wen bist du, Zoe? Bei wem klatschst du ein? Hände raus. Wo klatschst du ein? Bei beiden. Das heißt, wir haben... Ich hab gewonnen. Entstand. Opa 3 Punkte, Mama 4 Punkte. Ich hab gewonnen. Ja. 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 Ich hab gewonnen. Ja, gut, siehst du, Kinder, der Bessere siegt immer. Ich hab gewonnen. Ja. Meine Mutter hat gewonnen. Ihr müsst das Essen weiter zu Hause essen. Tut du kommst dann kommt alleine essen. Ihr wollt Opa den Pokal? Ja, ich weiß. Nein. Ah. Oh. Ah. Mama hat gewonnen, ja. Wer ist der Sieger? Mama! Jammers. Ja, Jammers. Wunderbar. Dann kann ich sind wir jetzt fertig? Ja. Danke fürs Zuschauen. Sicher die 10% Rabatt wie deine nächste Bestellung. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Like das Video, schreib uns einen Kommentar und teile das Video mit deinen Freunden.